Zeit für Erklärungen. Wir brauchen ein Versteck. Du hast Andockerlaubnis. Wir sehen uns auf Deck. An die Station Benford andocken. Juni, du hast es geschafft. Der abhörsichere Kanal ist voll von Berichten über dich. Das ist Trent. Von Pelt ist mein Name, junger Mann. Willkommen. Wir müssen eine Weile abtauchen. Dann seid ihr hier am richtigen Ort. Hier kommt nur einmal im Monat ein Versorgungsschiff vorbei. Wenn Sie die Frage nicht stört, was machen Sie hier draußen? Ich studiere die Anomalien der Badlands. Die Station, die Sie hier sehen, war mal Teil eines Experiments zum Auffüllen von Libertys schwindenden Ressourcen. Na, das war natürlich lange vor der Knappschaft der Gasschürfer. Davon habe ich nie gehört. Sollten Sie auch nicht. Es gab einen Unfall. Wie gruselig. Sowas wird in Liberty nicht veröffentlicht. Die Station wurde aufgegeben. Bis auf mich, versteht sich. Sie sind hier ganz allein? Bis auf die Maschinen. Mir gefällt es so. Nicht viel Ablenkung. An alle Kopfgeldjäger und Friedenstruppen in Liberty. Zwei Verdächtige werden zwecks Befragung gesucht. Die Identitätsdaten werden jetzt gesendet. Sie gelten als bewaffnet und äußerst gefährlich. Übertragung Ende. Juni, was soll das alles? Ich glaube, es hat etwas damit zu tun. Ah ja. Ganz klar, ein Artefakt. Aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Freihafen 7 wurde deswegen zerstört. Sein Besitzer wurde vor meinen Augen getötet. Und wir fast auch. Es ist uralt. Selten. Natrium-Kristallstruktur. Noch aktiv. Ihr könntet's mal mit Quintain versuchen. Mit was, Doktor? Nicht mit was, mit wem? Professor Roland Quintain aus Cambridge. Ich kann euch nicht helfen, aber er vielleicht. Er ist ein renommierter Xeno-Archäologe. Ich verstehe nicht, wobei helfen? Es zu identifizieren. Ich will's nicht identifizieren, ich will's loswerden. Dazu ist es noch zu früh. Es gibt einen Grund für all das hier und wir stecken mittendrin. Wenn wir es behalten, haben wir immerhin noch ein Druckmittel. Ich fürchte, der junge Mann hat recht, Liebes. Oh, das ist großartig. Keine Sorge. In Bretonia seid ihr beide sicher. Bloß, wie kommt ihr dahin? Liberty-Schiffe nähern sich. Der Langstreckenscan zeigt eine Liberty-Patrouille. Sie müssen euch gefolgt sein. Sonst kommen sie nie so weit raus. So viel zum Abtauchen. Das automatische Abwehrsystem wird euch Deckung geben. Nehmt den Hinterausgang. Welchen Hinteraus? Die haben hier ein Sprungtor nach Magellan zurückgelassen. Seit dem Unfall wurde es nicht mehr benutzt, aber es funktioniert noch. Es liegt tief in den Badlands. Ich lade gerade die Koordinaten für euch. Was ist mit Ihnen? Ich bin okay. Passt auf euch auf. Viel Glück. Danke. Ihr müsst gehen. Sofort. Komm schon. Klingt ja schon Juni, ein bisschen traurig. Die Patrouille kommt näher. Die Interferenz der Anomalie bietet keinen dauerhaften Schutz. Flieg schnell in die Badlands. Unidentifiziertes Schiff, bleiben Sie, wo Sie sind. Sie verletzen den Liberty-Sicherheitscode und können unverzüglich terminiert werden. Liberty-Patrouille, hier Station Benford. Diese Leute unterstehen meiner Verantwortung. Negativ, Benford. Abtrünnige Schiffe anvisieren. Auf mein Signal. Oh Gott, Van Pelt! Feuer! Nein! Los, Trent, wir müssen ihm helfen. Juni, raus da. Das Verteidigungssystem hält sie auf. Wir verlassen sie nicht. Naja, solange es nur eine Patrouille ist, soll es kein Problem sein. So,
So. Da kommt aber noch mehr Abschaum. Ich erfasse weitere Schiffe im Anflug. Mein Gott, drei Kreuzer, sie kommen schnell näher. Doktor, Sie müssen mit uns kommen. Wir kommen Sie abholen. Keine Zeit dafür, die sind schon fast da. Du hast die Koordinaten zu dem Sprungtor. Geh! Kreuzern können wir es aber, glaube ich, nicht aufnehmen. Also das würde ein bisschen sehr hart werden. So, und Juni hat schon ganz schön was abbekommen. Die kennt ja schon. Da sollten wir mal schnell helfen. Nicht, dass sie uns noch drauf geht. Bin ich doch mal gespannt, wo uns dieses Sprungtor hinführt. Richtung Magellan. Das ist wohl ein geheimes Sprungtor, denn es gibt irgendwo hier noch einen Sprungtor. Laut vergelten Daten sollten wir ganz in der Nähe des Sprungtors sein. Gott sei Dank, es funktioniert. Auf geht's. Ja, und Juni drängt sich natürlich gleich in die erste Reihe, immer gleich vor. So, das geheime Sprungtor nach Magellan. Ich habe das Tor deaktiviert, aber wir dürfen nicht trödeln. Wir müssen in Bewegung bleiben. Die einzige Station hier ist Freihafen 4. Wir führen dort Reparaturen durch und versuchen rauszufinden, was los ist. Anfliegen. Zu Freihafen 4 fliegen. So, hier ist es ja ganz schön hell. Wir müssen schneller sein. Ja, was mache ich denn, Juni? Ich fliege ja schon mit voller Kraft. Ich erfasse mehrere Signale auf Anflugvektor. Auf Gefecht vorbereiten. Oh, Kopfgeldjäger. Commander Fane, Sie sind uns unterlegen. Kapitulieren Sie, dann verschonen wir Ihr Leben. Ich glaube, das gibt Ärger. Die lassen uns niemals lebend hier weg. Wir müssen kämpfen. Zielt auf die Triebwerke. Wir brauchen das intakt. Ja, richtig. Wir brauchen noch das intakt. Feuer einstellen. Die beiden stehen unter dem Schutz der Wegelagerer. Negativ. Auf die beiden ist ein fettes Kopfgeld ausgesetzt. Verschwindet. Ihr gibt's nichts für Wegelagerer. Sie lassen uns keine Wahl. Alle Schiffe. Feuer eröffnen. Was soll... Ist sie verrückt? Das werden sie büßen. Ja, ich glaube, Mutante, da haben wir wohl bessere Karten als du mit deiner Armee hier. So, die werfen alle Minen ab, deswegen ziehe ich lieber zur Sicherheit nochmal mein Schutzschild hoch. Das war der letzte. Wir müssen hier weg. Alle suchen nach Ihnen. Ich lade einen Wegpunkt in Ihr Neuralnetz. Kommen Sie mit. Danke sehr. Aber wieso helfen Sie uns? Die Feinde von Liberty sind unsere Freunde. Ja, das ist ein einfacher Wir Spruch. Haben eine Basis im hiesigen Asteroidengürtel. Die Marine weiß nichts davon. Momentan ist das der einzig sichere Ort für sie. Ja, dass die uns so schnell vertrauen, das ist echt seltsam.
Dabei haben wir doch vor kurzem noch für die Marine gearbeitet. Wir gehen jedoch ein ganz schönes großes Risiko ein. Aber egal, Hauptsache wir sind in Sicherheit. Hier Delta-Geschwader, haben Sie gefunden? Wiederhole, haben Sie gefunden? Bestätigt, Delta-Geschwader. Miss Zane, Mr. Trent, wir haben Sie erwartet. Unser Commander möchte mit Ihnen reden, Miss Zane. Bitte landen Sie sofort. Verstanden. Trent, reparieren Sie Ihr Schiff und kaufen Sie die erforderliche Ausrüstung. Wir sehen uns bald. Bestätigt, bitte warten. Wir sind zurzeit belegt. Freigabe wird erteilt, sobald etwas frei ist. Ich finde das Schiff, was er da hat, auch ganz, ganz, ja, nett gemacht. Sieht gut aus. Das ist außerdem ein Dagger. Leichter Grenzweltjäger. Mit Hellfuri-Sachen. Alpha 1-1. Sie dürfen jetzt zum Dock. So, ich glaube, wir werden mal kurz zum Ausrüstungshändler gehen und unser Schiff reparieren lassen. Und anscheinend hat diese Basis auch ein Schiff zu verkaufen. Da gucke ich doch mal flott. Ein Dromedar, ein Frachter, ist es aber ab Stufe 10 kaufbar. Gut, sind wir nicht, haben wir nicht. Also müssen wir unser Schiff versuchen aufzubessern. Vielleicht haben die ja neue Waffen. Hellfury haben die. Das heißt, Lava Blade verkaufen und Rail verkaufen wir. Gunsling. Klasse 2. Ich glaube, wir verkaufen einfach mal die Raketen ebenfalls. Jetzt haben wir einen Badariel-Geschützturm der Klasse 3. Wir haben aber nur einen Klasse 1-Geschützturm. Welcher aber weitaus besser ist, wie es ausschaut. So. Also was machen wir? Ich glaube, wir kaufen uns auch mal hier diese Hellfury. Das sind allerdings Klasse 4 Raketen bzw. Waffen Klasse 4. Davon haben wir nur 2 Slots frei. Das heißt, wir werden die beiden hier verkaufen. Und kaufen uns davon 2 Stück. Jetzt fehlt mir natürlich so ein bisschen der Überblick, wie dann unsere Energie sein wird. Da haben wir natürlich einmal 9, einmal 31 und 25 Energieverbrauch. Vielleicht verkaufen wir noch die Klasse 2 Waffe und nehmen einfach mal den Drail rein. Haben wir natürlich nicht. Wir könnten natürlich jetzt versuchen, eine Rakete dran zu montieren. Vielleicht machen wir das auch einfach. Dann ich montiere die mal ab, damit wir das auf dem ersten Slot hier haben gleich. Die Rakete. Wir entscheiden uns für eine Rakete. Und zwar für, muss ich erstmal schauen. Also von Minen halte ich generell nicht so viel. Hier haben wir viel Schildschaden bei der Rakete, bei der Sweeper-Rakete der Klasse 4. Windstalker macht von beiden etwas Schaden. Die Slingshot Rumschaden, Schildschaden. Windigkeit ist allerdings richtig mies bei 2,9. Das ist eine Reiseflugunterbrecher-Rakete, die brauchen wir nicht. Eine Stalker-Rakete der Klasse 1. Ob das sinnvoll ist? Ach, vielleicht nehmen wir mal diese Stalker-Rakete. Dann haben wir die auf dem ersten Slot und hier noch einfach den Drail in den zweiten Slot. So, wir brauchen natürlich Munition. Und zwar Stalker-Raketen. Wie viel nehmen wir? 1200? Im Frachtraum geladen. Für 1200 kaufen wir uns die Stalker-Raketen und schauen im Frachtraum. Denn der ist nämlich knallvoll. Essensrationen, Treibstoff, Sauerstoff und Schrott kann alles verkauft werden. Und dann starten wir doch mal. Freelancer Alpha 1-1. Hier, Bakan, alles klar für den Start. Viel Glück da draußen.
So, jetzt sind wir irgendwie ein bisschen alleine hier. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, in der Nähe gibt es Sprunglöcher, die nach Manchester und Leeds führen. Leeds, mein Freund Tobias leitet dort den Ausrüstungshandel. Die schlechte ist, Liberty hat seine Politik in Sachen illegale Artefakte drastisch verschärft. Gerüchte sprechen von hunderten Festnahmen und auf uns wurde eine Belohnung ausgesetzt. Eine Million Credits, ist das zu fassen? Das Artefakt ist der Schlüssel. Wir müssen herausfinden, was es ist und warum sie es unbedingt wollen. Alarm! Unbekannte Kontakte nähern sich schnell. Alle Jäger starten! Erfasse mindestens 4 schwere Rheinwehrjäger. Alle Türme besetzen. Schon mal wieder Rheinländer. Die wollen das Artefakt haben. Trend Angriff! Ja, dann können wir doch gleich mal unsere neue Waffenkombination ausprobieren. Anführer anvisieren. Die Kommandozentrale ist getroffen. Hab einen! Ich habe den Eindruck, dass der Umfang ein bisschen gesunken ist, aber hey, dafür haben wir ja Raketen. Und außerdem war das gerade mein Kill hier, Herr von und zu Wegelagerer.